Da sind wir wieder, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und wir sind jetzt wieder mal Kishkai begegnet, der sich in einen Dämon verwandelt hat und uns nun in dieser Form herausfordert. Ja, aber vorher gibt er noch damit an. Ich fand die reinste Kraft, die es gibt. Und ich fand sie am Abgrund des Wahnsinns. Und das ist die Form, die sie eingenommen hat. Also du siehst wirklich sehr mächtig aus. Aber wie ich sagte, dein Gedanke über Stärke und meiner sind komplett verschieden. Wahre Stärke kommt von innen. Ja, typischer Standardspruch. Ich muss mich nicht selber in den Wahnsinn treiben, um sie zu bekommen. Ich muss nur akzeptieren, wer ich bin, was meine Fehler sind und alles. Die kämpfe ich bis zum Ende. Wenn du recht hast, dann gibt es nichts, was du befürchten musst. Aber wenn ich das richtig sehe, fällst du wie eine Puppe vor mir. Dann lass uns herausfinden, wer. Das zeigt mir, wie stark du geworden bist. Tu dein Schlimmstes, Kind von Saul. Und da geht es los. Wir kämpfen erneut gegen Kishkai, aber dieses Mal sind wir komplett vorbereitet und total im Vorteil eigentlich, weil wir den Phönix haben und Feuer gegen Eis. Einfach am stärksten ist. Und jetzt können wir auch seine mit unserem Phönix. Wow. Ja genau, es macht dann das hier nämlich. Das ist ziemlich mies eigentlich. Mit dem Phönix ist er eigentlich ein ziemlich leichter Gegner. Bis man ihn auf die Hälfte runtergeprügelt hat jedenfalls. Ich glaube, ab der Hälfte macht er bösere Attacken. Oder im unteren Drittel, ich weiß es nicht mehr genau. No. Aua, das war nicht gut. So, jetzt haben wir mehr Mana. Jetzt können wir einfach mal drauf brezen. Und ja, genau, jetzt macht er das hier. Da sollten wir dezent ausweichen. Ah, die sind böse, die sind böse. Genau das meinte ich mit der Macht. Gemeinere Angriffe. Was? Aber die Drachen sind wirklich eigentlich das Wieseste, was er macht. Abgesehen von seiner Aufladeattacke. Genau die da. Aber eigentlich müssten wir ihn beim ersten Versuch schaffen. Genau. Tja, das war Kishkai. Habe ich es geschafft? Warum stehst du immer noch? Ja, er schreit. Das kann nicht gut sein.
Es sieht so aus, als ob ich die dämonische Stärke nicht kontrollieren kann, die ich in mir trage. Und so habe ich verloren. All meine Mühen, all die Kraft, die ich erlangt habe, sind nichts wert. Ich habe keine andere Wahl, als zuzustimmen, was die Stärke angeht, über die du und dein Vater gesprochen habt. Aber du bist selber sehr stark. Ich meine, und verkauf dich nicht so billig. Es gibt verschiedene Arten von Stärken, immerhin. Deine ist einfach eine andere Art. Du bist ziemlich seltsam, das ist sicher. Ich kann fast schon sehen, wie es dir möglich war zu gewinnen. Deine Stärke ist wertvoll, Yunika Tova. Ich fühle mich stolz, dich bekämpft zu haben. Danke, denke ich. Das ist ein Tod eines Kriegers würdig. Ich habe keine Dings, Regrets. Manchmal fallen mir wirklich die Worte nicht ein, obwohl sie so einfach sind. Egal. Ich wünsche mir fast, dich unter anderen Umständen getroffen zu haben. Aber da ist es keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich muss meinem eigenen Pfad folgen. Und ich muss wirklich weitergehen. Ja, das war der letzte Mini-Boss-Fight. Übrigens, das ist einer der wenigen Unterschiede zwischen Yunika und Hugo. Die Mini-Boss-Fights, beziehungsweise die Reihenfolge. Also, während wir hier die Treppe hochgehen, kann ich das mal erklären. Als Yunika haben wir als erstes gegen diesen Fledermaus-Dämon gekämpft und dann gegen Epona als Mini-Boss. Bei Hugo ist das genau umgekehrt. Er muss zuerst gegen Epona kämpfen und dann gegen den Mini-Boss, den Fledermaus-Boss. Dann eben den Guilty Fires, den Kampf, den man, der so schwer ist, den man wahrscheinlich verliert, den führt Hugo nicht gegen Kishgal aus, sondern gegen den Typen mit den Klauen, der also hier in der Kampf, der hier immer nur als Klauentyp bezeichnet wurde. Der nächste Mini-Boss-Kampf, lass mich überlegen, das war in Rados Anix, der ist derselbe. Genauso wie der Kampf gegen Zarweim, in dem Spiegelbereich. Aber der zweite Kampf gegen Epona, der fällt bei Hugo komplett weg. Hugo muss da gegen Kishgal kämpfen. Weil es nur logisch ist, dass Hugo seinen letzten Mini-Boss-Kampf, also den wir jetzt hier gegen Kishgal gemacht haben, gegen den Mann mit den Klauen macht. Weil er ja in den Guilty Fires wahrscheinlich verloren hat. Ja, ansonsten die richtigen Boss-Fights sind bei allen eigentlich gleich. Und wir sind an der Turmspitze angekommen. Können hier nochmal speichern. Und jetzt porten wir uns wieder zurück zum Teufelsthron. Denn jetzt gibt es eine Sache zu tun. Wir müssen SP sammeln. Wie man hier sehen kann, wir brauchen verdammt viele SP noch, um das hier alles zu steigern. Und ja, ich glaube, das werde ich größtenteils offscreen machen, weil ich zeige euch das mal, was das eigentlich ist. Dazu müssen wir einfach hier lang gehen. Wieder zurück in das Gebiet. Das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Vorher will ich noch was machen. Kann ich euch die letzten 5 Minuten, die diese Folge hier geht, zeigen. Erstmal will ich dieses Blessing nämlich, die Schuhe verstärken. So.
Ja. Wieder hier zurück. Wir schlagen uns jetzt einfach die ganze Zeit hier durch diese Gegner durch. Damit tun wir auch unbeabsichtigt ein bisschen leveln noch. Aber in erster Linie. Sammeln wir die SP, die wir brauchen, um die Fähigkeiten freizuschalten, vor allem die ganz teure, die eine halbe Million SP kostet, ist wichtig im letzten Kampf, weil wir brauchen eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit, sonst nehmen wir teilweise viel zu viel Schaden im letzten Kampf. Und wir können uns noch eine ganze Weile die Musik anhören. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde, ob ich das ganze Zeitraffern werde oder ob ich es wirklich ganz offscreen machen werde. Da ich nicht mal genau weiß, wie lange es dauern wird. So, hier oben müsste noch nicht lang sein. So, einfach mal ein paar Mal mit Felix dagegen, dass wir die XP-Bar wieder hochkriegen. Die Pflanzen nehmen übrigens mehr Schaden durch den Felix. So. Ich glaube, wir machen so mit einem Durchgang ca. 25.000. Können wir gleich nachher nochmal gucken. So, ja, weg. Und jetzt wieder das Ganze nochmal in umgekehrter Reihenfolge. So, du bist tot. Auch noch weg. Okay, wir werden hier rumgezogen und rumgeschubst von den Viechern. Und das ist egal. Wir nehmen mittlerweile so wenig Schaden von denen. Müssen uns leisten können. Ein Schaden, das ist nichts. Vor allem, weil die meisten einen Haufen Heilpflanzen droppen. Kann sogar die Vergiftung egal sein. Und ja, wir hatten so 38.000, gerade eben als wir hier reingegangen sind, und haben schon 52.000, also 24.000, 25.000 sind so drin mit einem Durchgang.
Komm, sterb. Und so 1 Million brauchen wir noch insgesamt, würde ich mal tippen, weil wir ja schon für den 1,5 Millionen brauchen. 2 Durchgänge sind so ungefähr 5 Minuten, bringen 50.000. Mal sehen, ob ich das einfach mal zusammen im Zeitraffer machen werde. Oder ob ich es komplett auf Screen machen werde. Oder einen Teil im Zeitraffer mal sehen. Auf jeden Fall das Fähigkeiten kaufen werde ich mit euch zusammen machen, dass ihr sehen könnt, was ich kaufe. So. Jetzt geht's hier wieder hoch. Divine Blessing. Jetzt können wir mal den Item Drop Effekt noch höher schrauben. Das ist der schon mal auf Maximum. So. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall. Ja, so 1 Million wird es sein. Aber jetzt speichern wir es nochmal und machen einen Cut. Und dann sehen wir uns entweder vom Endboss wieder oder kurz vor dem, während dem Grinden hier. Bis dann.